So, und es geht auch gleich weiter mit unserem Let's Play Super Mario World Part 2. Beim letzten Mal haben wir die ganzen Level hier erledigt. Und jetzt sind wir bei Iggy's Castle gelandet. Das erste von insgesamt 9 oder 10 Stück. Oder noch mehr, weiß ich nicht genau. Lass uns aber gleich loslegen. Hui! So, wir hängen jetzt an diesem komischen Spinnennetzgitter hier und können die Viecher runterschubsen. Hallo, klopf, klopf. Nein! Alter, klopf. Was ist das? Klopf, klopf. Nein, geht nicht. Klopf. Da, jetzt aber. Ach so, jetzt wird das alles zum Münzenkram. Ja, jetzt habe ich es auch kapiert. Tschüss. Tschüss. Wow! Das war knapp. Das war sogar sehr knapp. Oh, ich will nicht hier schon irgendwie sterben oder sowas, aber... Oh, war das knapp. Also wirklich. Das hat sich... Boah, da hat sich Iggy aber was Gutes einfallen lassen. So. Und ins nächste. Oh mein Gott. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Oh. Hier kommen ja diese komischen Pfähle runter. Was ist das denn für ein kranker Mist? Wow, wow, wow. Ha. Ich glaube, wir dürfen da nicht reinkommen, oder? Nein, glaube ich nicht. Wow. Wow, rein da, los, los, rein da. Und es ist Iggy. Und wir sterben auch gleich. Stirb, Iggy! Nein, tu uns nix, Iggy! Ja, und er ist tot! Wir haben ihn mit Bravour in die Lava reingeschubst! Jetzt kann er ein schönes heißes Bad nehmen und seine Ruhe genießen! Tja, das passiert, wenn man sich mit Mario anlegt! Und wir haben das Ei aus der Burg gerettet! Thank you! Und jetzt sehen wir noch ein ganz schönes Feuerwerk und wie die Burg zusammenbricht. So. Da steht nur noch in Kurzfassung, wir haben es geschafft, wir haben das Yoshi-Ei gerettet, wir sind super und wir haben das Donutland geschafft. Also, sehr viel Interessantes steht da nicht. So. Save and continued. Gehen wir gleich mal weiter. Hui! Und was wir als erstes sehen, ist ein komisches Vieh mit einem Umhang. Lass uns auch einen Umhang fallen. Guckt mal, wir können fliegen. So. Jetzt mal aufhören mit dem Mist. Und hui! Wir können fliegen. Oh, 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 oh. Gut. Deswegen können wir jetzt auch diese Pflanzen wegmachen. Und wir sind stark halt. Upp. Und wir haben gleich wieder die Feder verloren. Mann, das ist hier gut. So, da müsste auch ein Vier sein. Ja. Komm schon, Feder. Komm schon. So, das ist ein Bonus-Level. Wenn wir hier drei Kreise haben, kriegen wir einen Abpilz. Aber so wie es aussieht, kriegen wir keinen. Doch, wir kriegen einen. Wenn zwei richtig sind, ist meistens auch der dritte richtig. Bitte. Rechts. Links. Mitte, rechts, links. Bei Mitte, rechts, links kommt meistens immer was raus. Ich kann es euch nicht versprechen, ich will auch nichts Falsches sagen, aber meistens. So. Wir gehen jetzt immer gleich hier rein. Gleich hier noch eine Satzfeder und wir können gleich schön Münzen abgrasen. Ui! 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 Und machen wir gleich mal weiter mit Fliegen und hui. Naja, das war mal eine ganz schöne Abwechslung, aber wir wollen ja auch mal weiterkommen, ne? So, fliegen wir dann mal wieder hier runter und es geht weiter. Okay, wir können das jetzt nochmal machen und nochmal machen und nochmal machen, nochmal machen, nochmal machen, also
da gehen keine Grenzen, aber ich will ja auch mal weiterkommen. Und warum habe ich schon wieder Feier verloren? So. Tschüss. Gleich kommt unser bester Freund wieder zum Einsatz. Und zwar unser Yoshi. So. Ach ja, genau, was ich noch erzählen wollte. Der Nachteil bei den anderen Yoshis ist, dass man sie groß ziehen muss. Yoshi! Yoshi! Mystery! Für meinen Yoshi fähre ich auch gerne mal gerne. So. Ja. Yoshi, du wartest hier? Oh! Yoshi, du wartest hier? Genau. Danke, schön für deine Feder. Für deine Feder. Für deine Feder. Okay. So. Hui. Wie man da oben sieht, da ist ein Schlüssel und ein Schlüsselloch. Da gehen wir jetzt aber noch nicht lang, weil wir erst den normalen Weg eingeschlagen werden. So, 8 Punkte. Dafür aber den Yoshi und eine Feder. Das ist doch auch mal was Schönes, oder? So. Das Level haben wir auch beendet. So, weiter geht's. Zu so einem komischen Krater. Was wird uns da wohl erwarten? Keiner weiß es. Wow. Geh mal weg. Oh, der isst sie auf. Er isst sie auf. Und er isst sie auf. Das ist ja mal eine coole Alternative. Die Viecher ärgern mich. Ich esse sie auf. Und so, jetzt müssen wir hier kurz warten. Hui, Sekretär schaukeln. Ich mach noch nicht mal was. So, okay. Genug rumgeblödelt. So. Ich glaube, das Level wird am meisten Zeit in Anspruch nehmen, weil wir hier dem Bildschirm folgen müssen. Ja. Und das ist meistens mal die längeren Level. Das kann man jetzt auch nicht ändern oder so. Yoshi! Yoshi! Mein kleiner Freund ist weg! Nein, da ist er. Yoshi! Yoshi! Sitz! So, wie man im letzten Teil gesehen hat, es gibt Schlüssel. Und diese Schlüssel sind auch hier. Was nur schade ist, dass man manche Schlüssel nicht erreichen kann. Also jedenfalls noch nicht. So, warte, ich muss mich mal kurz konzentrieren. Ah! Hopp. Es wird auch manchmal ein Bonus enden, wo man in spezielle Sachen reinkommt. Zum Beispiel wie hier. Was wäre denn? Nein! Nein, 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 nein! Da oben ist nämlich der Schlüssel. Gut, dass man eine Feder dabei hat. Und zack, wir haben den Schlüssel und das Schlüsselloch. So, da haben wir den grünen Knopf, von dem ich euch erzählt habe, dass es auch noch einen grünen Knopf gibt. Und den werden wir auch gleich nochmal machen. Aber der ist anders als der andere, wie man schon sieht. Und so, man hört was und... Yoshi! 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 Yoshi, oh mein Gott. Jag mir niemals so einen Schrecken wieder ein. Okay. Das war genug rumgeblödelt. Das war genug rumgeblödelt. So. Und ab in die Röhre. Da gucken wir aber ganz schön in die Röhre. So. Dann werden wir jetzt auch mal die grünen Blöcke befreien. Yippie. Diese komischen, ausgezeichneten Felder sind jetzt zu grünen Blöcken geworden. Das ist doch mal gut. So, und das sieht gut aus. Jetzt haben wir auch die grünen Blöcke frei. Save and continued. Und hiermit beende ich meinen zweiten Part von Let's Play Super Mario World. Ich hoffe, ihr schaltet beim nächsten Mal, oder ihr guckt weiter meine Videos, besser gesagt. Und bis zum nächsten Mal. Ciao.